Ja, wir, die Firma Schwarzer, versuchen als mittelständisches Unternehmen den Herausforderungen des Marktes mit neuesten Technologien gerecht zu werden. Diese Firma wurde 1969 von unserem Vater gegründet. Ich mache das ja heute in der zweiten Generation mit meinem Bruder zusammen. Dass wir 52 Jahre am Markt sind, spricht ja schon für sich. Und wir sind spezialisiert auf Präzision und das schätzen die Kunden. Also was wir sehr gerne machen, sind komplette Präzisionsbaugruppen, wo wir also die Einzelteile herstellen. Mit Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, Erodieren, auch Fremdbearbeiter dazwischen, Härterei oder Verchromerei. Die ganzen kompletten Teile, die werden dann hier montiert. Und das sind meist sehr hochpräzise Baugruppen für verschiedene Branchen. Und das ist eigentlich so unser Steckenpferd, dass wir da gerne Komplettbaugruppen machen. Durch den heutigen Maschinenpark, der so vielseitig ist, bin ich imstande, die Bauteile komplett selbst zu fertigen hier im Hause. Und das sehe ich also als großen Vorteil. Von DMG Mori haben wir zurzeit 9 Maschinen im Haus. Die aktuellste ist die CLX 450 TC mit einem Roboter davor. Eigentlich habe ich immer schon auf so eine Maschine gewartet. Die hat einen Werkzeugwechsler und einen Drehfräskopf in die sogenannte B-Achse. Und das unterscheidet sie von der Universaldrehmaschine. Und das ist also ein Wahnsinnsvorteil. Also die Intention für den Roboto Go war eigentlich, der Palettenwechsler an einem Bearbeitungszentrum, der mir eben gezeigt hat, dass man also mannlos mit der Maschine, die komplexe Teile bearbeitet, eben übers Wochenende, das haben wir schon vielfach jetzt praktiziert, laufen lassen kann. Ich sag mal, das erste Teil ist nach einer Stunde fertig und kann quasi geliefert werden. Ja, mit dieser Maschine können wir heute komplexe Teile, wie diese hier zum Beispiel, fertigen, die wir sonst auf mehreren Maschinen, in mehreren Aufspannungen machen mussten. Das geht als Rohteil drauf und kommt als Fertigteil runter. Und das hat riesen Vorteile. Einmal die Durchlaufzeit. Also man kann den Kunden viel eher bedienen. Wenn Sie sich vorstellen, während andere noch rüsten, dann kann ich schon drehen und die Teile fertigen, drehen oder fräsen, bohren. Diese Maschine habe ich noch mit einem Messtaster ausgestattet, sodass man also auch Passungen in der Maschine direkt messen kann. Die Maschine korrigiert sich dann selber und wenn da noch Aufmaß drauf ist, nimmt die das dann noch weg. Also es ist nah an Perfektion. Ne? Das ist also ein riesen technologischer Fortschritt, den wir da gemacht haben an der Stelle. Ne? Und ich glaube, da sind wir auch wettbewerbsmäßig, sind wir da schon recht weit vorne mit dieser Maschine. Ne? Ja, dieser Roboto Go von DMG Mori hat eine integrierte Kamera. Da stelle ich quasi die Werkstücke einfach auf einer Palette zur Verfügung. Die Kamera scannt vollkommen automatisch die Bauteile und findet die anschließend wieder und nimmt die dann von der Palette runter und stellt sie auf eine andere. Und das ist eigentlich vom Programmieren, Einrichten oder sowas von simpel. Das macht schon Spaß. Ne? Ist also sehr schnell umgerüstet auf einen anderen Artikel. Ist eine tolle Sache. Wir haben ja die Maschinen von DMG Mori seit vielen Jahren im Einsatz und die Technologie geht ja da immer weiter und wird immer erfolgreicher und das uns auch dann dadurch zum Erfolg verhilft. Zusammenarbeit ist sehr gut und wird auch bestimmt noch viele Jahre bestehen. Und dann ist top, also macht Spaß mit dem Team von DMG Mori.